Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Schmelzhasen. Dieses Jahr war ich selbstverfreilich wieder für euch auf der Form Next unterwegs, damit ich allen, die keine Zeit hatten oder die kein Ticket bekommen haben, entsprechend mal zeigen kann, was es denn dort für Highlights gab, was dann entsprechend cooles Neues vorgestellt worden ist. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von Makorama.de. Und erst einmal möchte ich mich ganz am Anfang bei allen Zuschauern bedanken, die mich auf der Formnext dieses Jahr erkannt haben und gemeint haben, hey, du bist doch die Maggie da von YouTube. Und ich habe unzählige Hände geschüttelt, ich habe Selfies gemacht ohne Ende mit euch, ich habe gequatscht ohne Ende mit euch. Und zwar so doll, dass ich wirklich 2 Tage lang kaum noch eine Stimme hatte. Es hat mega viel Spaß gemacht, mich mit euch zu treffen und auch mit euch zu quatschen. Und ich hoffe, dass es nächstes Jahr genauso sein wird. Deswegen vielen, 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 vielen lieben Dank. Und alle, die mich gesehen haben, aber mich nicht getraut haben anzuquatschen, quatsch mich einfach nächstes Jahr nochmal an. Ja? Oder auf der Maker Faire nächstes Jahr oder auf der AMX nächstes Jahr. Da werde ich natürlich auch mit dabei sein. Es war auf jeden Fall ein Fest. Angefangen hat für mich die Formnext am Stand von Blueshine. Denn Marcel hat mir über Discord geschrieben, hey, guck mal, dass du um 9.45 Uhr am besten bei uns am Stand bist. Gesagt, getan. Ich war natürlich rechtzeitig da, zusammen mit Mpox und Jantek, die dann auch dort gestanden haben, die so quasi den deutschen Bereich der 3D-Druck-YouTube-Szene oder Nachrichtenszene quasi vertreten haben. Dann war aber noch natürlich ein 3D-Printing-Nerd, ein Carlos 3D und All3DP und wie sie alle heißen, war natürlich auch mit dabei. Und dann sind wir geschlossen in den Presseraum gegangen und haben dann dort die Pressekonferenz von Brucia über den Core One mitbekommen. Das Video dazu habt ihr hoffentlich gesehen, ja, das Interview. Ich habe natürlich auch einen bestellt und sobald das Gerät da ist, werden wir uns das auch nochmal im Detail anschauen. Dann ging es weiter auf der Formnext mit allen möglichen Terminen, die ich hatte, die ich abgemacht habe. Schon im Voraus, wo mich die Hersteller angeschrieben haben und gemeint haben, komm doch mal bei uns am Stand vorbei. Wir haben da was wir dir gerne zeigen möchten. Angefangen zum Beispiel mal mit Elegoo, die zum einen einen neuen Saturn 4 Ultra vorgestellt haben. Und jetzt denkt ihr so, Moment mal, neu ist der Saturn 4 Ultra nicht? Nee, ist ein Facelift, ja? Das Ding kann jetzt 16K. Und was mich am meisten beeindruckt hat, dass sie endlich auf die Community gehört haben und eine Heizung in das Resin-Bed eingebaut haben. Ja, ihr habt richtig gehört. Das heißt, es gibt 2 Kontakte, wenn man vorne vor dem Gerät steht, auf der rechten Seite in dem LCD Mount sozusagen, in dem Teil, was runterklappt. Und da kann man dann passend dazu die 2 Kontakte im Heizbett entsprechend draufsetzen und dann wird das Heizbett, dann wird das Resinbett entsprechend beheizt. Ist genau das, was die Community gesagt hat. Wo es auch schon den einen oder anderen gab, der dann wild eine Spule oder irgendwas in Richtung eine Heizspule um das Bett rumgewickelt hat, weil natürlich durch diesen Abklappmechanismus das Ganze nicht ganz so einfach ist wie bei anderen Druckern, die ein statisches Resinbett haben. Aber ja, das war schon mal ziemlich cool. Dann hat Elegoo nochmal den Centauri Carbon vorgestellt. Das ist quasi ein QX-Weitdrucker von Elegoo, ja. Das heißt also jetzt nicht nur die i3-Bauweise, wie zum Beispiel mal den Neptun 3 oder Neptun 4 entsprechend, sondern jetzt auch eine QXY-Variante. Und da muss ich sagen, habe ich so gemischte Gefühle drüber. Ich weiß, das ist ein ganz cooles Gerät, das sieht auch ganz cool aus. Und alle Hersteller, inklusive Brucia, Elegoo, Creality, hast du nicht gesehen, alle haben so ein bisschen auf Uncle Jesse rumgehauen, dass sie gesagt haben, okay, unser Gerät ist Uncle Jesse-proof. Das entwickelt sich mittlerweile zu so einer Art Running Gag da auf der Konferenz. Aber gut, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir gut gefallen. Auf der Seite war natürlich nochmal ein Filamentspulenhalter, was ich auch besser finde als hinten. Und dann fängt es aber auch schon an, dass der Filamentsensor, der Runout-Sensor, an der Seite direkt über dem Spulenhalter an der Seite montiert ist. Und wenn ich den Spulenhalter an der Seite noch cool finde, gehört für mich der Filamentsensor einfach in den Druckkopf rein. Und da habe ich die Ingenieure von Elegoo am Stand auch wirklich gefragt, noch mehrfach gefragt, ja, aber warum nicht einen Druckkopf? Und die Antwort war, haben wir so gemacht. Kann man machen. Ich würde mich aber trotzdem freuen, wenn man halt den Sensor einfach in den Druckkopf reinpackt. Auch beim Orange Storm. Da hat man genug Platz, dass man so einen Sensor unterbringen kann. Da muss man nicht irgendwie hinten an der Spule das Ganze anpacken. Das ist natürlich nervig, wenn dann so viel Filament irgendwie verloren geht, gefühlt. Beim Orange Storm ist es dann wirklich so, weil dann entsprechend die Spule ausgelaufen ist oder oben bricht entsprechend irgendwo das Filament im Schlauch ab oder kann locker mal passieren. Es steckt aber noch im Sensor drin und der Drucker druckt munter weiter, während das Filament eigentlich in Wirklichkeit ausgelaufen ist. Das sind so alles so ein paar Sachen, wo ich sage,
bitte packt den Sensor in den Druckkopf rein. Das wäre super. Egal bei welchem Drucker. Also spielt keine Rolle, ob das jetzt bei Elegoo, Anycubic etc. ist. Ja? Dann hatte ich noch einen Termin mit Zora von Creality. Und Creality hatte auch schon alles Mögliche gezeigt. Das heißt also Scanner, Laser Engraver hatten sie dort stehen gehabt, Resin-Drucker und natürlich auch die ganz normalen FDM-Drucker. Die haben auch den Ender 5 Max vorgestellt. Und ich habe mal die Gelegenheit gehabt, in Zusammenarbeit mit einem Nutzer des K2 Plus. Er hat das Gerät schon zu Hause stehen und ist von Creality eingeladen worden, entsprechend den Leuten auf der Messe die Details von dem Gerät zu zeigen. Und genau das hat er gemacht. Er hat mir ziemlich viele Details gezeigt. Da werden wir aber auch in einem, ich sag mir mal so, in einem kleinen Ersteinblick-Video, wo ich auch ein Interview mit der Zora gemacht habe, auch nochmal drauf eingehen, was das Gerät denn alles für Vor- und Nachteile hat, so was man so auf der Messe alles zeigen konnte. Ich habe mir auch angeguckt, wie die Druckqualität von dem Gerät ist, aber das gibt es alles, wie gesagt, in dem einzelnen Review. Und dann gab es natürlich noch Anycubic. Die haben neben dem Cobra 3 in der ACE-Kombo, hatten sie auch nochmal den Cobra 3 Max in der ACE-Kombo da stehen gehabt und den Cobra S1. Und ich finde, das ist auch cool, dass jetzt endlich Anycubic auf den Trichter kommt und auch ein Core X2-Modell rausbringt. Ja, muss man einfach sagen, dass jetzt hoffentlich das Ganze jetzt in der Industrie angekommen ist. Man vermerkt aber, okay, die sind noch so ein bisschen verhalten, alle Hersteller, bis auf Brusche. Die haben direkt rausgehauen und haben gesagt, das kostet das Ding ist auch Stahl, das ist quasi ein Panzer, kannst du drauf rumkloppen. Haben wir auch alle in der Pressekonferenz, ja, also... Ich weiß noch die Courtney von Filament Story, sorry, aber die hat echt auf dem Gerät rumgehämmert. Aber wir alle anderen auch. Ja, selbst Joseph Bruser hat auf dem Gerät rumgehämmert. Aber der Anycubic Cobra S1 ist ein schönes Gerät. Hat natürlich auch ein paar Vor- und ein paar Nachteile. Funktioniert auch mit der ACE. Da gibt es dann natürlich nur 8 Farben, weil man die ACE nur mit 2 miteinander koppeln kann. Sind alles Vor- und Nachteile. Ich gucke, ob ich ein Gerät bekomme. Den Photon M7 Max hatten sie natürlich auch ausstehen. Und was mir nicht so ganz gut gefallen hat, jetzt nicht an dem Gerät selbst, sondern dass auf der Messe dann in den Resin-Druckern auch noch Resin drin waren und die Messebesucher quasi die Gelegenheit gehabt hätten, mit dem Finger in das Resin reinzutippen. Das macht man natürlich nicht. Ja, das war auch an anderen Ständen so, bis auf am Stand von Uniformer. Die hatten clevererweise ihre Drucker alle trocken. Das heißt also, wenn dann jemand was sehen wollte an Drucken, hatten die ein paar schöne Ausstellungsstücke, was sie mit den Druckern gedruckt haben. Aber gerade Anycubic hat dann halt auf der Messe gedruckt. Das finde ich halt nicht so toll. Vor allen Dingen, weil es nicht hundertprozentig beaufsichtigt war. Da muss man echt nochmal auch von Seiten der Formnext vielleicht hingehen und sagen, okay, wenn sowas ist, dann bitte so abschirmen, dass die Besucher gerade, wenn, was weiß ich, Schüler dorthin gehen oder so in Richtung, ja, wenn Schulklassen hingehen, kann ja auch vorkommen, dass die dann nicht da einfach in das Resin-Bad reinlangen, weil das ist natürlich gesundheitsschädlich. Ja, und dann gab es vorerst mein erstes Messe-Highlight. Und auch mein, ich sag mir mal so, mein Hidden Gem sozusagen. Und zwar die Vivid von Big Tree Tech. Also ist jetzt nicht so versteckt gewesen, aber die hat nicht jeder direkt auf dem Schirm gehabt. Und wer jetzt nicht weiß, was das ist quasi ein Multicolor-System oder ein Multimaterial-System mit aktiver Heizung, wenn man möchte. Also es gibt verschiedene Modelle. In dem größten Modell halt entsprechend ist eine aktive Heizung verbaut. Mit einem NFC-Lesesystem. Das wohlgemerkt für Clipper eine Software geschrieben hat als Zwischenlayer, um quasi alle möglichen Module, die es für das NFC-Auslesen schon in Clipper gibt, quasi in Übersetzer zu spielen, um das Ganze so zu konvertieren, dass dieses System halt auch damit klarkommt. Plus nochmal LEDs, die man programmieren kann und über Makros ansteuern kann. Plus nochmal, man kann große Spulen reinpacken. Plus nochmal, man kann auch Cardboard-Spools reinpacken, wenn diese Cardboard-Spools eine bestimmte Wachsbeschichtung am Rand haben. Und. Es gibt ein ausführliches Interview, das bin ich auch gerade am Schneiden, mit Luke von Big Tree Tech. Habe ich auf der Messe natürlich auch für euch gefilmt. Und dann ist am Stand von Big Tree Tech ein Herr an mich herangetreten und hat mich gefragt, was denn so mein Messe-Highlight wäre. Und ich habe gesagt, so eigentlich ist das hier die Vivid von Big Tree Tech, also dieses System von Big Tree Tech. Und er meinte so, ich habe noch ein anderes Highlight für dich in der Hose. Und da habe ich erstmal geschluckt und so gedacht, so, oh mein Gott. Und bevor ich irgendwas sagen konnte, hatte er schon diese Box hier rausgeholt. Und diese Box, ihr könnt schon lesen, ist Swiss 3DC. Und diese Swiss 3DC ist ein Hotend mit einem Schnellwechselmechanismus für die Düse. Und als ich das gesehen habe, ist mir ein Groschen gerutscht. Da habe ich gemeint, du bist der Typ aus Genf. Und er meinte so, ja, genau, der bin ich. Und ich zeige euch einfach mal ganz kurz, bevor ich jetzt lange rumlabere, wie das Teil dann funktioniert. Er hat mir hier, wie ihr sehen könnt, einen mitgegeben und schon habe ich die Düse in der Hand.
Das ist jetzt die Düse, die er hat mir noch ein paar Ersatzdüsen mitgegeben. Das ist jetzt so eine, wie heißt es, so eine gehärtete Stahldüse. Die ist natürlich ultra dünn und dadurch muss man auch die Werte nicht unbedingt so doll anpassen. Aber da wird es auch nochmal, wie ihr sehen könnt, ich habe so ein Teil da. Er hat mir einen mitgegeben, hat gemeint, ich nehme mit, mache ein Video drüber und fertig. Und genau das werde ich machen. Ich werde für euch nochmal ein Video drüber machen, wo wir das Ganze an einem Drucker verbauen werden. Das ist für ein Ender 3. Das heißt also, ihr werdet demnächst ein bisschen Content über den Ender 3 auch natürlich logischerweise nochmal sehen. Das hatte ich so oder so nochmal geplant. Und da muss ich sagen, das war schon echt cool, weil das war so eigentlich gar nicht geplant. Ja, da hatte ich weder einen Termin auf der Liste gehabt, noch überhaupt auf dem Plan gehabt, dass die überhaupt da sind. Er eigentlich auch nicht, er war nur als zu Besuch auf der Formnext und ich fand es natürlich mega cool, dass er es mal gezeigt hat und mich auch angesprochen hat und ich fand es echt cool, das System. Also muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es für jeden Drucker, Bamboo, Prusa, Creality, hast du nicht gesehen, gibt es ein System zum Wechseln, dass man also für zum Beispiel mal ein E3D V6 halt entsprechend nicht den ganzen Kühlkörper austauschen müssen mit dem Hotend, sondern unten nur entsprechend die Heatpipe, die Heatbreak entsprechend und dann nochmal vorne die Düse mit dem Heizelement. Finde ich mega cool. Und ich packe euch mal einen Link unten in die Videobeschreibung. Ist kein Affiliate-Link, ich finde das Ding einfach geil. Und ich werde es auch demnächst im Ender 3 Pro entsprechend verbauen. Und dann gucken wir uns mal an, wie das Ding dann performt, weil ich denke, das wird schon ziemlich cool werden. Und dann hat mir ein Zuschauer gezwitschert, geh doch mal zu Sowohl rüber. Die haben auch was Cooles da stehen und schau dir das doch mal an. Und ich bin rübergelaufen und habe mir das Teil mal angeguckt und muss ganz ehrlich sagen, ja, cool. Das ist nämlich quasi nach dem Sowohl SV08 ein Voron Zero Klon. Und ich weiß, der ein oder andere da draußen denkt jetzt so, ah, ich mag Sowohl nicht, die klonen einfach nur den Voron nach. Ja, aber die Dinger sind halt komplett Open Source, die Sowohl rausbringt, also der SV08 zumindest mal, ist komplett Open Source. Und man muss dazu sagen, sie spielen echt fair, weil sie sagen, okay, von allen Verkäufen von jedem Drucker, sowohl SV08 und ich vermute mal von dem Voron Zero Klon auch, den, wo wir zum Beispiel mal Geld einnehmen, geht ein gewisser Satz von diesem Geld an das Voron-Team für die Weiterentwicklung von den Voron. Und das finde ich ziemlich cool, weil es halt genau das ist, was wir alle möchten eigentlich. Wir möchten gerne einen günstigen Einstiegsdrucker, ein Basismodell haben. Für den SV08 zum Beispiel ist es der 2.4 als Grundlage, ja, auf dem wir quasi anfangen können aufzubauen. Ich weiß, bei uns im Discord gibt es schon einen, der das macht. Ja, Grüße gehen raus, Draps. Und ich kenne auch den einen oder anderen, der sich überlegt hat, genau das zu machen, nämlich sich einen SV08 zu kaufen, Stealth Burner drauf oder aber auch irgendwelche anderen Mods drauf zu packen und das Ding dann mit der Zeit immer besser zu machen, immer besser auszubauen. Und das ist natürlich genau das, was wir wollen. Und man unterstützt noch mit diesen Spenden diese Voron-Entwickler-Community. Das finde ich mega. Und ja, ich habe mich auf der Messe auch mit denen unterhalten, mit einem Entwickler vom Voron-Team und mit einem Entwickler oder Maintainer vom Mainsail-Team. Und die haben alle gesagt, ja, die spenden wirklich Geld. Und das finde ich natürlich großartig, weil es eine schöne Symbiose ist an sich. Ja? Und da war ich dann auch hellhörig, als es gehießen hat, okay, das ist ein Prototyp für ein Produkt, was wir jetzt demnächst rausbringen wollen. Demnächst, naja, halbes Jahr, ja, bis das Ding draußen ist. War noch alles 3D gedruckt, was nicht irgendwie aus Metall sein musste. Ja? Das bedeutet also, dass wir da noch ein bisschen warten müssen, wahrscheinlich bis dann die spritzgegossenen Teile soweit fertig sind, dass man das sehen kann. Aber es war schon mal ziemlich cool und der Drucker hat auch noch eine kleine Modifikation, nämlich dass der Druckraum an sich 150x150 und ich glaube mal 150 ist. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Finde ich aber cool. Das ist ein bisschen größer als der Original Voron Zero, aber ein bisschen kleiner als der Prusa Mini, der Lurch und der A1 Mini und was weiß ich alles drum und dran. Aber trotzdem in einem schönen, kompakten Core XY Rahmen finde ich einfach mega. Ja? Neben ein paar YouTube-Kollegen hatte ich dann aber auch noch das Vergnügen, wobei, ja, Andi zählt eigentlich auch so ziemlich zu den YouTube-Kollegen, aber ich sag jetzt einfach mal von der 3D-Druck-Akademie, den Andi habe ich nochmal getroffen mit seinem Team. Das war auch ganz cool und der hat jetzt auch entsprechend noch einen Black-Friday-Deal am Laufen. Das heißt, wenn ihr das Video schaut, schaut einfach mal auf der 3D-Druck-Akademie-Seite vorbei. Ist nicht gesponsert oder sonst irgendwas in Richtung, ist einfach nur, ich finde das Projekt cool, schaut's mal vorbei. Gönnt euch das Ganze mal. Und ich habe nochmal Konstantin von Lockhart getroffen. Mit dem bin ich dann auch nochmal ein bisschen rumgelaufen. Wir hatten uns den einen oder anderen Stand angeguckt. Bei Hey Gears sind wir hängen geblieben. Und da muss ich sagen, das ist auch eine coole Sache. Da versuche ich auch mal Kontakt aufzubauen, dass wir vielleicht da mal was zustande bekommen. Ihr könnt ja mal sagen, ob euch der Hersteller überhaupt bekannt ist oder ob ihr das gerne sehen würdet. Ist auch ein Resin 3D-Druckbereich. Ziemlich cooler Hersteller, muss ich sagen.
Und dann haben wir natürlich noch so abseits von der Messe nochmal so ein, zwei Events gehabt. Einmal unseren Stammtisch, ja, wo wir mit einer kleinen Gruppe von Leuten entsprechend eine Runde essen waren, um die Ecke in der Europaallee im Moschmosch. Kann ich nur empfehlen, den Laden. Und wir hatten noch das Creators Dinner, was von Janos organisiert worden ist. Und das muss ich auch sagen, das war erstens mega lecker und zweitens hat man da wirklich mal sich komplett ungezwungen unter den Kollegen entsprechend unterhalten können. Ja, und dann saß auf einmal neben mir The Master himself, Joe Brusher. Und ich habe ihm die wichtigste Frage überhaupt gestellt, nämlich wie man seinen Namen richtig ausspricht. Ja, und er hat gemeint, alles gut, wenn du Bruser sagst, ist er nicht böse, ja? Also man kann es auch Bruser aussprechen. Rein technisch gesehen ist Brusher richtig, ja? Aber haben wir das jetzt auch endlich mal geklärt? Ich hoffe, die Gemüter beruhigen sich ein bisschen in den Kommentaren. Ich habe da in den letzten Tagen und Wochen echt Grausiges gesehen und musste auch teilweise mal richtig ein ernstes Wörtchen mit euch reden, weil es da einfach nicht ging von der Art und Weise, wie das dann kommuniziert worden ist. Aber ja, ist nicht so schlimm. Nimm's nicht so ernst, nimm's nicht so tragisch. Und ansonsten muss ich sagen, war es eine schöne Messe. Unsere Schnitzeljagd ist ein bisschen, ich sag mir mal so, im Sande verlaufen, so halbwegs. Also wir haben es geschafft, dass die drei Gewinner, die dann mit teilgenommen haben, auch ihre Belohnung quasi bekommen haben, beziehungsweise die eine ist quasi auf der Post auf dem Weg zum Gewinner. Aber es war halt ein Problem, das hatte ich vorher nicht mit bedacht, das nehme ich auf meine Kappe, dass halt auf der Messe solche kleinen Kramsachen, die stellt man hin und schwupps, zwei Sekunden später sind die alle weg. Und das hat dazu geführt, dass ich einen Token irgendwo verteilt habe, einen Short gemacht habe und eine Minute später ein Kommentar drunter war, hey, da wo du das hingelegt hast, fände ich es nicht mehr. Das hat dazu geführt, dass ich dann am letzten Tag nochmal die Notbremse gezogen habe und die Tokens an einen Mitarbeiter an einem Stand gegeben habe, die letzten zwei, die ich übrig hatte. Und das hat dann auch funktioniert. Das bedeutet, für nächstes Jahr müssen wir uns zwingend was überlegen. Da fange ich jetzt auch schon ansprechend an, dass ich die Hersteller anschreibe und versuche, mit denen zusammen was zu organisieren. Das war dieses Jahr so ein bisschen, naja, auf heißer Flamme gekocht, sag ich mal so, dass wir das nächstes Jahr noch mal ein bisschen ordentlicher hinkriegen, dass es für jeden auch wirklich, der möchte, machbar ist, daran teilzunehmen und der auch darüber Bescheid weiß, entsprechend daran teilzunehmen und dass es da halt nicht so lange Gesichter gibt. Denn dieses Jahr, ich weiß, ich habe mich mit Janos bei Three Dimensionals am Stand unterhalten und habe so einen Teil vor uns auf den Tisch gelegt und wir haben keine Minute geredet und das Ding war weg. Wir wissen nicht wohin, es hat sich keiner gemeldet, es hat auch keiner mich angeschrieben und am Ende habe ich gesagt, okay, komm, wenn ihr so ein Ding gefunden habt, dann kommt einfach zu mir oder schreibt mich an und so hat es dann auch am Schluss funktioniert, weil einfach die Dinger zu schnell weg waren. Und das meistens von Leuten, wie ich vermute, die einfach nicht wussten, was das denn überhaupt ist. Das ist schade, aber damit muss man halt entsprechend für nächstes Jahr rechnen und dann wird das Ganze auch besser. Und natürlich war ich nicht nur als Content Creator vor Ort, sondern natürlich auch als, ich sag mal, Vertrieblerin, Unternehmerin für unseren Playcrew. Und den Playcrew haben wir natürlich auch nochmal an ein paar neue Händler verteilt. Aber wir haben auch ein bisschen was gezeigt, nämlich, dass wir zum Beispiel mal eine, ich sag mal, ABS-Edition haben jetzt. Das heißt also, wenn ihr was klebt, das war auch eine der Fragen mit Playcrew, ist es dann halt auch wirklich reines ABS, was übrig bleibt? Und nein, da wir dort im Prinzip PLA mit drin haben, ist das natürlich dann, naja, ich sag mal, kontaminiert vom Material her. Das heißt, ihr habt PLA und ABS miteinander gemischt. Das ist jetzt mit dieser Edition nicht mehr der Fall. Genauso wie ihr mit dieser Edition in Rot entsprechend dann ASA miteinander verkleben könnt. Und wenn ihr sagt, okay, das war auch eine sehr häufige Frage, was mache ich denn, wenn ich PETG kleben möchte oder Kalk verschweißen möchte? Dann haben wir jetzt auch eine Lösung dafür. Das heißt also, damit könnt ihr PETG miteinander kalt verschweißen. Das ist noch ein bisschen dickflüssiger, weil da haben wir noch nicht die 100%ige Mischung. Kommt aber alles bald in den Handel. Wir haben mit den Händlern gesprochen und die sind schon ganz heiß drauf. Und dann machen wir da noch nicht halt, sondern wir haben ja hier noch was anderes. Nämlich eine Lösung für ein Problem, mit dem ihr die Layerlines auf euren Druckobjekten, egal ob PLA, PETG, ABS oder ASA, wegbekommt. Und ich sage das jetzt explizit so, weil ich weiß, das ist für viele so ein Punkt, wo die sagen, hä? Okay, cooles Problem. Das hat natürlich im Hintergrund technisch gesehen nochmal mehr Auswirkungen, positive Auswirkungen. Die werde ich aber nochmal im separaten Video erklären, weil das einfach sonst
Ne? Das ist ein bisschen zu oberflächlich, was wir hier jetzt machen können. Aber im Grunde genommen habe ich hier so zwei Schafe. Das eine ist nicht gesmoothed und das andere ist gesmoothed. Das heißt also, die Oberfläche ist hier ziemlich glatt. Und auf der anderen sieht man halt noch jede Layerline. Das ist schon mal in sich ziemlich cool, dass man einfach mit so einer Lösung, die wir haben, ja, das hier, einfach quasi so ein kleines bisschen in den Behälter reinkippt, das Schaf reinschmeißt, schüttelt oder das Druckobjekt entsprechend schüttelt, da reinschmeißt, das rausholt mit einer Pinzette und dann entsprechend die Layerlines quasi verschwunden sind. Und man kann das natürlich so dosieren und so lange schütteln, wie man möchte. Und das, was dann noch an Material übrig drin ist, lässt man einfach im Glas drin, kann man wieder verwenden. Ja? Da werde ich, wie gesagt, nochmal ein Video dazu rausbringen, wie das Ganze dann im Detail funktioniert. Das wird natürlich jetzt die nächsten Produkte sein. Da bin ich gerade dabei, die Produktdesigns zu machen, dass wir also die Verpackungen, die Labels und alles drum und dran haben, dass das bald, so bald wie möglich in den Handel gehen kann und ihr das dann entsprechend dann auch dort kaufen könnt. Ich weiß, das waren Fragen und Produkte, die ihr euch auch in der Hinsicht gewünscht habt, weil ihr auch einen Bedarf dran hattet. Ich konnte halt nur lange nicht drüber reden, weil wir halt noch am Arbeiten waren im Hintergrund, um die Mixtur rauszufinden. Das ist nämlich nicht ganz einfach. Und in diesem Sinne hat euch hoffentlich mein kleiner Rückblick über die Form Next 2024 gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr die folgenden Interviews von der Form Next nicht verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Für alle, die mich schon auf YouTube oder auf Patreon unterstützen, vielen, 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 vielen lieben Dank. Ihr habt nämlich auch den Trip zur Form Next quasi möglich gemacht, sprichwörtlich möglich gemacht. Und natürlich auch mein Sponsor PCBBay, die es auch möglich gemacht haben, dass ich den Trip bezahlt bekommen habe. Und in diesem Sinne, hodl the line, happy printing und ciao.